den Artefakt. Ist es nicht das Artefakt? Abgemacht. Gut, wir treffen uns draußen. Super, das erste Rennen für uns. Na, hoffentlich verhauen wir das jetzt nicht. Dann starten wir mal. Wir haben einen Herausforderer. Er heißt Trent. Gegen unseren Champion Dexter Hobbs. Die Einsätze bitte. Aber schnell. Und ich fing schon an zu glauben, du hättest Angst. Keine Chance. Das Rennen war ausgemacht. Da bin ich. Ich mag dich, Bretonianer. Ein Jammer, dass du brennen wirst. Aber hey, das ist der Preis für Fairness. Ich könnte sie überraschen, Hobbs. Das werden wir bald sehen, nicht? Willkommen, Rennpiloten. Sie haben ein Einrundenrennen gewählt. Möchten Sie die Regeln nochmal hören? Natürlich nicht, du Schrotthaufen! Ich hab das Ding gebaut, aber die Speicher sind Matsche. Also, Bretonianer, eine Runde, keine Schüsse oder Rempler. Wenn du es versaust oder kneifst, machst du mich sehr wütend. Und das wollen wir nicht. Bereit? Rennpiloten, auf die Plätze! 3, 2, 1. Ja, das war jetzt sehr spannend. Auf das Rennen vorbereiten. Das Rennen wird auf dem ovalen Kurs abgehalten und erstreckt sich über eine Runde. Der gesamte Kurs umfasst 22 Tore. Das Abschlusstor ist gleichzeitig auch das erste Tor. Sie müssen in der Richtung durch die Tore fliegen. Es empfiehlt sich unbedingt, Ihr Reisetriebwerk einzuschalten. In Ordnung. Ja! Sie sind weg! So, dann schauen wir doch mal. Ich werde mal manuell fliegen. Ich glaube nicht, dass uns hier unser Autopilot da helfen würde. Wäre ja dann auch irgendwie kein Rennen. Hobbs führt das Rennen nach dem ersten Viertel der Strecke. Ah, wir kommen ihm langsam näher. Hobbs führt auf halber Strecke. Meine Oma ist schneller als du, Bretonianer. Ach, erzähl nichts. Hobbs ist in Führung. Das glaube ich einfach nicht. Verdammt, gebt ihm was, dass er nicht vergisst, Jungs. Ach, so schaut's also aus, ja? Du Feigling. Feuer einstellen, Jungs! Trent! Nichts für ungut. Okay? Was? Lass mich den Schein sehen. So was Gerissenes. Okay, ich sag dir, was du wissen willst. Aber nicht über den Com-Kanal. Wir treffen uns an Deck der Hood. Das ist vielleicht ein Fuchs. Er ist mir hier drohen, nicht irgendwie zu rempeln oder zu schießen und dann selber mich hier abschießen zu wollen. Okay, Junge, du zuerst. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Verstanden, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Eigentlich sollte ich dich abschießen. Da bin ich ja mal gespannt, was die Informationen sind. Gutes Rennen, Bretonianer. So gut war seit Jahren keiner mehr. Jetzt erzählen Sie von Quintain. Ist er hier? Hier? Nein. Ich sollte ihn noch weiter in das Asteroidenfeld bringen, zu einer verlassenen Bergbaustation namens Glorious. Da hat er sich zusammen mit Piraten verschanzt. Er sagte, er müsse für eine Weile verschwinden. Aber das hast du natürlich nicht von mir. Natürlich. Und wie komme ich dahin? Nimm die alte Handelsroute in das Asteroidenfeld. Aber sei vorsichtig, die Route ist nicht stabil. Manchmal kommen Asteroiden durch. Oh, außerdem gibt es da ein paar unfreundliche Rheinländer, die auch in diese Richtung unterwegs waren. Auch ein Rennen? Nein, die waren feige. Wenn's nicht klappt, kannst du jederzeit bei uns als Pilot einsteigen, Bretonianer. Ja, das ist doch mein Angebot.
Freelancer Alpha 1-1. Hier, gut. Alles klar für den Start. Gute Reise. So, dann fliegen wir mal zum Wegpunkt. Und da sehen wir auch schon eine etwas kaputte Handelsroute. Da bin ich mal gespannt. Da ist nur der Wegpunkt markiert. Aufgabenziel erreicht. Anfliegen. Naja, die Station ist doch eigentlich direkt um die Negativ. Ecke. Negativ, verlassen Sie sofort den Bereich. Dies ist die letzte Warnung. Geben Sie Quintain heraus oder Sie werden vernichtet. Alle Türme, Feuer frei. Jarvis, Foschko, die Korvette ausschalten. Sanchez, Barrera, die Jäger angreifen. Ja, Überraschung. Zerstört die Station. Es darf keine Überlebenden geben. Ja, ich glaube, das war wohl nichts hier mit dem Überraschungsangriff. Sie haben nur noch einen Jäger übrig. So, dann bleibt dann noch die kleine Komet hier. So, ab ins Andockmanöver. Da bin ich mal gespannt, ob wir da wirklich den Professor Quintain finden. Er soll wohl laut der Angabe eben hier stationiert sein. Hoffentlich ist es kein Doppelgänger oder solche Spielchen. Immer hübsch langsam. Sie haben sich da draußen gut geschlagen. Kommen Sie. Jemand will Sie sehen. Dr. Quintain. Und wer sind Sie? Mein Name ist Trent. Dr. Sinclair schickt mich. Das kann ich kaum glauben, denn sie hat keine Ahnung, wo ich bin. Also, wer schickt Sie? Das sagte ich bereits. Genug! Sie werden verstehen, dass ich nach dem Auftauchen der Rheinländer kein Risiko mehr eingehen will. Die sind auch meine Feinde. Ja, und ich will mich für die Hilfe auch bedanken. Werft ihn aus der Luftschleuse! Warten Sie! Ich habe das Darmforsch-Artefakt! Was haben Sie da gesagt? Ich habe das Artefakt, das Sinclair auf Pyga verloren hat. Ich habe es gefunden. Deswegen bin ich hier. Ich nehme nicht an, dass Sie es dabei haben. Das wäre zu einfach. Also, wo ist es? Sinclair arbeitet in Leeds in einem Versteck an der Übersetzung, aber allein schafft sie es nicht. Sie braucht ihre Hilfe. Nun denn, Mr. Trent. Ich komme mit Ihnen, unter einer Bedingung. Und die wäre? Dass wir nicht allein gehen. Da haben zwei zu grinsen. Okay. Gut. Kurz reparieren und starten. Mit dem Quintain. Quintain bei der Station Glorious im All treffen. Ja, Mr. Trent, hier Quintain. Ich fliege diesen gepanzerten Transporter. Er ist langsam, fast aber die ganze Ausrüstung, die ich brauche. Wir haben wohl Glück. Das Sprungloch nach Leeds ist momentan phasengleich. Wir sollten es sicher passieren können. Ich lade die Koordinaten hoch. Mr. Trent, Sie fliegen vor.
Sinclair möchte mich also auf Leeds treffen, diesem Schandfleck unserer Kultur? Na gut. Das ist ein Hinterhalt. Bin getroffen. Reisetriebwerke ausgefallen. Eris und Wallace, schützt Quintain. Mr. Trent, pusten wir die Corvette weg. Pusten wir die Corvette weg? Ja, ich erledige den. Ich glaube, ich schaffe das auch ohne ihn. Wir haben einen ihrer Jäger. Schützt den Professor. Meine Reisetriebwerke sind wieder online. Wir müssen hier weg. Ja, das hat aber gedauert. Das war doch eine angenehme Überraschung. So, wo sind die denn hier? Ach, da unten. So, ab ins Leeds Sprungloch. Hätten wir das nicht irgendwie schon früher... Da ist das Sprungloch. Verdammt! Feindliche Schiffe springen herein. Sie haben uns gesehen. Schon wieder. Eine Rakete. Und weiter geht's. Ja, das ist schön für ihn. Ich tue ja, was ich kann, um ihn hier abzuschießen, und ich treffe ihn noch nicht. Ich kann einfach nicht mehr zielen. So, mein Schutzschild ist ja fast weg. Aber wir haben auch nur noch einen Feind. Sie haben ihn! Klasse, nicht wie weg hier. Gut, wo war der Sprung noch? So, da docken wir auch gleich an. Zuerst an. Wir folgen Ihnen dann. Ei, ei. Wir sind im Handumdrehen auf Planet Leeds, Professor. Wir sollten jetzt sicher sein. Dann mal wieder zurück auf festen Boden. Mr. Trent, Sie haben die Koordinaten nach Leeds. Fliegen Sie vor. Ich habe Dr. Sinclair seit Jahren nicht gesehen. Vor einer Weile schickte sie mir eine Nachricht über einen Fund auf Pygar. Endlich ein Darmquash-Artefakt, das noch aktiv ist. Ja, Professor, das freut mich ja sehr für Sie. Das muss ich einfach sehen. Das glaube ich Ihnen. Da hinten ist schon Planet Lee.